Ich nerve immer. Nein. Willkommen, Riva-Video mit Marc mal wieder. Ja, Mahlzeit. Er darf auch mal wieder in ein Video auftauchen. Nein. Wir haben mal wieder Zeit zusammengefunden. Ja. Genau. Demnächst denke ich mal häufiger, hoffe ich mal. Ich hoffe sehr. Wir planen nämlich ein bisschen um, zeittechnisch und sonst diese. Genau. Also Meriva, wie gesagt, wir machen Auspuff. Jemand hat im letzten Video geschrieben, kaufen einen guten. Ich hoffe, Walker ist ein guter Hersteller. Der steht drauf, geht, Walker. Ja, geht. Hier ist der Öldruckschalter, den machen wir als erstes einen Öldruckschalter, weil der Auspuff noch abkühlen muss. Mit einer Hand ist jetzt geil. Ja, du hast die Hände stehen, ne? Also. Aha. Es hat ja auch einer geschrieben, kauf bloß das Ding mit einem Sieb hinten drin. Also hier mit Sieb hinten drin, damit der nicht mehr durchschießt und in die Kabel das Öl reindrückt, ist es, obwohl es blau ist. Wobei einer gesagt hat, kauf keinen blauen, aber die von Heller, die haben es drin. Den tausche ich jetzt sofort aus. Ich habe schon mal Werkzeug bereitgelegt, 24er Schlüssel. Eigentlich ganz simple Sache, Stecker abziehen, Schlüssel drauf, losdrehen, festdrehen mit Gefühl. Ne? Hoffe ich mal. Gefühle. Ja. Sollen wir mal gucken? Gucken wir mal. Bitte! Dieses versiegelte Etwas da unten, da ist der Öldruckschalter. So, ich ziehe mir mal schon an. Wie Sie sehen Sie nichts. Doch. Da ist er. Ich wäre hier schon dafür. Okay, zieh mal den Stecker. So war der Plan. Da Stecker ist schon mal total ölig. Aber richtig, ja. Ja, der muss doch gleich mal alles sauber machen mit Bremsenreiniger. So. Ja, 24er. Ich guck mal, ob ich da irgendwie. Ob der passt, weil der 24er passt bei dem neuen. Du hast oder brauchst du einen Ringmaul? Ich denke. Ja, guck mal im Lager, ob da was findet. Ich guck mal im Lager. Was habe ich denn hier? 22, 24 schien auch was groß, meine ich. Das probieren wir aus. Probieren geht auch studieren, oder wie war der? Der ist aber zu klein. Also doch 24, nur was anderes. Aber ich nehme dann ein Maul, bin ich ehrlich. Ja, du kommst doch besser dran, kannst von oben an. Ja, die sind ja nicht fest, dann müsstest du mit 25, 26, oh, hier 24, 23, 21. Ja. Was soll der Scheiß? Haben wir den verkauft? Da, 24er Maul. Und da den falschen Größen. Noch, ja. Ich hab's falsch eingerollt, nur um ihn zu ärgern. Das macht er häufiger, der Jens. Ja, ja. Aber halten wir fest. Ich schmier an dein Lenkrad einmal Öl drin. Es ist aber nicht 24. Nee, 23? Hä? Jetzt bin ich irritiert. Also bei dem neuen passte der super drauf, der 24er. Aufpassen. Da passt nämlich auch der 23 nicht. Das wäre dann hier der 24. Der passt super drauf, ne? Ja. Also ich könnte sagen, dass das was anders ist. Oh, der ist so vergammelt, hat er schon. Ich teste jetzt hier nochmal mit dem 23er. Wenn es mal wieder länger da. Passt der? Da ist auch noch Luft. Hey, falls er das. Ja, wenn die losgehen, ist das scheiße. Ja, ja, ich. Ja, auf jeden Fall ist es irgendwas zu 22 und 24, der Originalschalter. Halt mir das einfach mal so fest. Halt mir das so. Ja, manchmal ist es so, wenn du in den falschen Winkel mit Schlüssel drauf gehst, dann steht hier Öl hinter. Normal nicht, ne? Ein bisschen könnte rauslaufen, aber der Block ist eh vollgesaugt. Ja, warte. Wir haben noch also es läuft nicht der Motor aus oder so. Wir haben doch Galapagos hier vorliegen. Herrscht so ein bisschen Öldruck. Ne? Da läuft aber, ja, ich weiß nicht viel. So. Das ist der alte. Bitterschön. Ja gut, der hat. Ja. Der ist, wie man sehen kann, hier hinten. Also ich sollte auch eine Kamera halten, ne? Ist hilfreich. Hier sehen Sie, der ganze Stecker. Voll Öl, der hat einfach durchgedrückt. Ist eine Krankheit, wie gesagt, bei den Dingern. Jetzt machen wir das erstmal ein bisschen sauber, denke ich mal. Ja. Und den Stecker vor allem. Bremsenreiniger ist hinter mir. Ja, ich hol mal. Kann auch mal was machen, ne? Echte? Ja. Ich geh's noch voll gemacht. Warum ist das alles hingesprüht? Keine Ahnung. Moment, ich muss jetzt erst eben was haben für in der Loch. Ja, weißt du was? Wenn du das rundherum sauber sprühen willst, schraube ich den noch mal eben da rein.
weil wegen Verschmutzung. Da reicht ja, wenn ein paar Windungen. Korrekt, so war die Idee. Wenn ich ihn jetzt irgendwie. Hier mal dran kriege, dann reicht das schon. Ja, so. Na, Vorsicht. Geht ja nur darum, dass der Stecker. Geh mal her, voll hier vorne ist, glaube ich, ein Base gebessert. Warte mal, in den Stecker auch reinballerst. Ja. Habe ich. Ja. Legen wir mal Seite. Okay. Nee, muss eh von unten komplett sauber gewischt werden. Ja, wenn wir den gleich oben haben, dann kann man ja mal eben von unten gucken. So, das sieht schon mal gar nicht so doof aus. Ja. Mein Gott. Bisschen ölig, der Motor, ne? Dezent. Rübe an den Eis. Öl konserviert. Ja, aber muss das so? Ist ja Motorraum, ne? Ja. Also meinen darf ich beim Astra-Moment auch nicht zeigen. Ach, da muss ich dran. Schlimm aus. Wobei das eben, ne, die Alltagsvogel sind. So, dieses hätten wir. Ja, dann könnten wir eigentlich den eben wieder raus. Das sieht doch gut aus. Ist wieder schick, ne? Ja. Schick zurück, sagst du, es geht nicht. Ja, es war defekt. Hat Öl durchgelassen. Da ist der dicht drin, gut. Wenigstens kommst du da so gut dran. Also einigermaßen gut. Ja, der wenigstens den Kühler will an der Motorhaube, sonst ist das ein Problem. Stimmt. Dann ist nicht so einfach. Ja, beim 1216 VOT-Geber am Corsa B war auch geil. Da musst du die halbe Antriebswelle rausziehen, dass er da reingekommen ist. So, du sagst, das 24 will bei dem Ast genau passen. Aber wir hatten ja festgestellt, wir nicht mit dem Ring. Den hier wegen diesem Resonanzkörper vom Luftfilter. Geht der nicht 24, achso, ich muss ja jetzt andersrum, ne? Frau. Ja, schafft das. Gibt es bestimmt einen Drehmoment für, aber man kann es ja eh nicht nutzen. Weil du hier nicht ansetzen kannst. Ja, außer mit einem mega langen Nuss. Aber. Ne. Nach fest ist gut. Ja, das reicht. Normalerweise. Steckerchen nicht vergessen. Sonst. Du schaffst es! Yeah, rock so. You! Lappen entfernen, sonst brennt. Ja, noch eben hier das Restöl unten drin. Ja, und das war eigentlich schon Öldruckschalter-Wätzchen bei Meriva. 1,4er 16V. Ist kein 1,6 16V, ne? Normalerweise hast du Meriva nur mit 1,6 16V. Ich habe mich auch erst gewundert. Der kam mir so klein vor. Und der hätte auch diese Zentral. Ja. Ein bisschen. Wie Sie sehen, also der Original ist nicht 24. Nein, der ist 23. Das hier ist 27. Das ist 23er Schlüssel, auch noch zu groß. 21, wahrscheinlich 22. Ja, wahrscheinlich, also original wird 22 sein und der Zubehör ist 24 von Heller. Gut, ne? Ist dann eben so. Was willst du dann machen? Ist das eben so. Ja, also jetzt machen wir. Jetzt machen wir Auspuff. Auto geht hoch. Ja, das sollte auch ruckzuck gehen eigentlich. Mit Bühne und bei diesem 41. Ja. Oh, das ist der Auspuff. Wir haben eine Besonderheit. Opel verbaut nur alles am Stück mit Cut. Hier seht ihr den Flansch. Den gibt es. Oh, der läuft einfach durchs Bild, ne? Ja. Hier gibt es sowas nicht, wie ihr sehen könnt. Das durchgängig mit Flatsrohr. Eigentlich, ne, müsste man bei Opel, wenn man das kauft, von Flansch, Flatsrohr. Aber das auch nicht mehr so geil ist. Naja, aber das kann man zur Not austauschen, schmeißen. Dieses komplette lange Megateil kriegt man nur bei Opel. So. Die Zubehörtypen haben sich da eben ein bisschen leichter gemacht, haben gesagt, hier musst du durchschneiden und dann können wir da draufstecken. Da ist auch die Gewinde für die Lambada-Sonde. Ja. Noch ein anderer Hinweis wurde mir gegeben, sind Bremsleitungen am Tank, sollte man kontrollieren. Hinter dem Tank, du hast gesagt, dass hier irgendwo Rost schon gewesen. Ja, hier, der Bogen, da. Ja. Da ist Rostansatz da, in dem Bogen, weil da das Wasser permanent abtropft, denke ich. Ich denke mal, ja gut, so schlimm nicht, hier hinten fängt es aber auch an, weil alles so gequetscht ist. So schlimm sieht es jetzt noch nicht aus.
sollte man definitiv im Auge behalten oder mal behandeln. Da ich die Antriebswelle ja noch später mache, werde ich mal... Oh, der Auspuff. Ich habe, ja... Die Haltung ist abgekriegt. Also werde ich das, die Bremsleitung behandeln, wenn ich die Antriebswelle mache. So, und sagen, hör auf, kaputt zu machen! Ich hab's nur abgezogen! Der Auspuff passt nicht! Komm, ich mach's dir wieder rein, so. Ja, so, sehr gut. Aber es wäre sonst irgendwann irgendwie auf Auto, dir Autobahn in die Scheibe geflogen. Das ist wahnsinnig geil. So, stell uns mal auf ein Stativ, dann können wir mal... Das denn? Ja. Ja, hier ist nicht mehr wirklich viel da von den Halterungen. Die ist auch schon... Alles weggegammelt. Auspuffgummi ist uns schön, aber natürlich auch neu. Versteht sich doch von selbst. So. Ja, das... Nach einem Riesen... Also die Passform ist super von der Stelle, würde ich mal sagen. Na, Adam Riese. Nach einem Riese. Nehmen wir mal nicht komplett den Flansch. Also hier. Müssten wir da ungefähr hin, ja. Ja, hier weg. Also da so durchcutten. Ja. Wir nehmen unseren Rohrschneider keine Flats. Ja, müsst ihr wieder an den Graten. Bei Flex. Weil wir es können, machen wir es. Wenn wir was haben, oder? Ja. Glücklicherweise war auch irgendwann mal eine Spende, meine ich. So. Schwerkraft! Jetzt ist es kaputt, jetzt muss ich ihn neu kaufen. Nein. So. Ganz simple Sache. Wer Platz hat, kann man es auch nur anwenden, weil wenn zu wenig Platz ist und du hier nur... ist das auch kaputt. Ja, aber so viel Platz brauchst du da gar nicht. So, wir müssen das auseinander machen. Boah, jetzt Klugscheiße, der andere Raum. Oh, hab ich das vermisst. so. Hast du so große Hände, wird's gehen, ja? Nein, hab ich nicht. Du kannst nickern. Du musst weiter rum, sonst hast du unten nicht mit. Ja, jetzt haben wir das Problem mit. Ja, genau so. So schneidet er mit. Das ist jetzt natürlich ein bisschen Arbeit und dauert ein bisschen was. Ich denke mal, ich werde den Schnellvorlauf machen. Ja. Ich glaube, irgendwie nicht 100 Pro. Ja, da, doch, da kommt gleich, wenn da gleich Bewegung drauf ist, müsste gehen. So. Da stelle ich mal einen Getriebeheber drunter, sonst. Ja, das ergibt Sinn. Ist das Flex noch cool? Aber pass auf, du hast den Schneider hingelegt. Hinter dir. Dann schneide ich hinten auch noch hin. Weil Verschraubung gelöst, willst du ja nicht mehr kriegen. Nee. Macht das mit mehr Elan, merkt ihr das? Nicht so weit. Ich wollte morgen gefrühstückt. Nicht so weit. Ich bin direkt aufgestanden wegen einem Telefonanruf und bin dann direkt hier hin. Das war ich, muss man dabei sagen. Ich meine, wir waren verabredet. Um 10. Und es war 10:30 durch und der Jens war noch nicht da. Ja, wir hatten gar noch niemand Uhrzeit gesagt. Ich wollte eigentlich nur wissen, wann du kommst. Das war eine Heier. Da ja, erst mittags hier ist, komme ich nicht an. Weil da hätte ich nämlich ausschlafen können. Du hast genug Schlaf in deinem Leben gehabt. Halten wir fest, irgendwann komme ich sowieso anliegen. Ja, ich halte mal hier fest. Ist das hier dicker oder was? Das kann sein bei den Böen. Ja, so, mal gucken. Ja, ich halte mal hier fest. Au! Doch, ich. Rum ist das nicht durch, ne? Ja, ganz schön stabil noch, ne? Das will mich doch verkackschnüsseln, der Gerät. Mal nach oben. Nach oben? Genau, so. Dann müsste. Ja, ja. Ist Wer so. Hatte recht? Der Jens! Ja, hin und wieder habe ich auch mal recht. Ab und zu. Ja, als einmal mehr. Das ist eine blöde Kuh. Scheiße. So, da habe ich den auch. Den kann man noch verwenden, bei eBay verkaufen, leicht gebraucht. Ja, ein Halter ist noch da. Ich habe gar nichts gesehen, da hat einer gewesen. Einen gebrauchten Bläu, ne, oder einen Kolben aus C20 in einen für 10 Euro im eBay. Was willst du mit sowas? Ja. Ganz als Tischdeko. Keine Ahnung, kriegst einen kompletten Motor für einen. So, haben wir hier jetzt noch was hängen? Gummi. Ja, ich würde sagen, ich hole mal den Flutschi. Kriegst du hier einfach runter. Die brauchst du nur aufschneiden. Ich hole dir mal einen Cutter. Oh, ich nehme hier. Hier haben wir schon alles ab.
die hier habe ich jetzt auch ab, weil die sind so ausgeleiert, die kriegst du schön ab. So. Au! Wie denn weh? Habt ihr einen Rums gehört? Hohler Kopf? Nein. Nein. So, ja. Die Schnittkante schön, wer sehen kann, nicht ausfahren, sonst was. Ja, innen ist ein bisschen, aber das ist lächerlich. Entscheidend ist, dass wir außen gescheit drüber schieben können. Ja, beide hat ja so einen Muffel. Ja, jetzt werden wir mal hier die ganze Auspuffgummis auspacken, einflutschen und draufstecken. Wobei ich nicht weiß, ob vielleicht welche eher auf den Schalldämpfer müssen oder so. Kein Problem. Den Auspuffgummis ist halt bei unserem Teilhändler geholt, von Ernst. Ganz schön ernste Sache. Im Ernst? Weil aus irgendwelchen Gründen, das ist ja lustiger, war bei meinem Astra genauso. Kfz-Teil 24 hat keine Auspuffgummis. Hä? Nö, du kriegst keine Auspuffgummis. Ja, bei ja, aber ich sag ja, also so geil sind die getätigt. So, das geht jetzt in Schrott hier. Ja, dann kann ich das schon entsorgen. Brauchst du die Bestellnummer noch hiervon? Nein. Also wir haben 5 Auspuffgummis. 3 am Endschalldämpfer, 2 am Mittelschalldämpfer, 2 Schellen. Normalerweise braucht ihr nur eine Shell für einen Endschalldämpfer. Wenn ihr das beides original kaufen würdet, dann da wir ja Zubehör haben und der Zubehörhändler zum Glück gerafft hat, dass ich Zubehör habe, haben wir 2 Schellen. 48er. Ja. Soll ich, bevor wir reinschieben? Du flutscht nur eine. Oder? Ja. So, so. Wo sind wir denn? Ja. Ich muss mal drauf. Gegen die Sonne ist scheiße. Ja, wir könnten auch die Tore zumachen, wenn es hilft. Ne, wir können schon Licht so rein. Wir müssen einfach nur in die Richtung. Jetzt habe ich den ganzen Unterboden im Blickfeld. So ist das schön. So ist schön, was? Ich hole mal Gum-Gum. Ja. Wenn jetzt hilft, Gum-Gum hilft, ne? So, die zwei beiden auch und den anderen gleich. Den könnten wir. Ja. Also, früher haben sie noch Autos, Auspuffanlagen gebaut mit Endrohr, ne? Ja, jetzt kommt noch so ein Pimmel da rein. Das ist ja nur ein abgesetztes. Guck dir aber mal die ganzen Muffen an, die verbeult sind. Das ist immer bei den Teilhändlern, oh. Die kriegen das nicht auf die Reihe. Das müssen wir, glaube ich, erstmal gerade machen. Entweder sind ein Versender oder Teilhändler, die hat nicht hingekriegt. Das machen wir erstmal glatt. So, jetzt habe ich 30 Kilo draufschmiert und nicht gehalten. So, jetzt kann man euch hier sehen. Das wird schon krumm geliefert. Eine Delle, man kann es nicht vernünftig hintereinander schieben. Genau. Entsprechend müssen wir das jetzt hier wieder ein bisschen egalisieren. Da hilft das auch nicht mehr. Nee. Aber du kriegst ja noch nicht mehr zusammengeschoben. Hältst du da einmal fest? Ich guck mal dann hier auf der anderen Seite in Sachen. Nehmen wir erstmal die mittlere Größe, ob wir das hier so ein bisschen. Da helfen eigentlich so runde Vorformen immer ganz gut. Na, ist zu dick. Sollte aber eigentlich so gut aussehen. Sieht doch schon cool aus. Rund aus. So, ja. Hoffen wir beim Mittelschalldämpfer nicht auch das Ding verbeugt. So, jetzt versuchen wir es mal. Auf ein neues. Auf ein neues. Achso, gib mal eben Flutschi für hier die beiden unteren Öffnungen. So. Nee. Der ist zusammengedrückt, wir müssen auseinander, wie es wieder zusammengeht. Ja. Tropft. So, pass auf. Ja, guck mal. Einmal den Einführung. Den Gummis eintüdeln. Hat so ein Rohr alles probiert. Ja, wir sind. Ja, wir müssen 2 cm die Halterung. Die Halterung auf selbe Höhe machen. Siehst du? Ein paar sind mal 8. Nehmen wir jetzt nochmal eben raus. Ja, weil dann kann ich an den Bügeln vernünftig drehen. Oh, meinst du den reinschrauben? Genau, das war jetzt. Ja, guck mal, wieder rein raus. Das war die Überlegung. Hier habe ich noch 3 cm. Ich bin intelligente Leute dabei, also dann geht's ja.
Ist jetzt drin oder nicht? Der ist dann weit genug drin. Wir positionieren jetzt den Endschalldämpfer und gucken, wie es mit den Maßen aussieht. Ja. Das liegt auf Achse, im Moment passiert nichts. Gut. Beziehungsweise wir könnten hier eben ein bisschen unterstützen. Mal eine Pumpung. Ja. Jo. Sonst vergessen wir die nämlich gerne. Silikonsperre hast du auch hier. Ja. Also noch schön am Bühnen an, wenn du da vergisst. So. Ein bisschen ins Rohr, das fühle ich die eben ein bisschen ein hier. Ja. Da geben wir auch gleich was drauf. Ja. Die legen wir dahin. Hier ist er. Da inne. Ich möchte am liebsten eigentlich mit dem anderen nach hinten, aber. Hilfen. Hat der was dran, ne? Ja, in den Anschlag. So. Wo sind die Gummis? Ja, die hängen. Darf ich aber noch mal eben abtütteln? Einen Augenblick. Ist ja alles geflutscht. Also geht das. Der liegt noch da auf dem Arm, der andere. Der ist aber auch schon geflutscht. Ja, ich hab's gemerkt, der ist ja weggeflutscht. Ja. Noch einen Blick, gleich wieder dick. Ja. So. Bin da auch geflutscht. So, das sitzt schon mal schick. Ja. Kann man den jetzt noch ausrichten? Nicht wirklich viel, so ein bisschen. Du kannst ihn noch drehen in dieser Richtung. Ja. Aber der sitzt eigentlich schön so. Wenn der Vorschalldämpfer noch passt. Von der. Ja, muss der, kann der. Kann das ja eh nicht. Nee. Zack, der ist auch drin. So, das heißt, das ist jetzt positioniert. Jetzt können wir gucken, wie wir hier liegen. Das ist relativ Bürstchen. Ich glaube, da hat eh keinen Ausschnitt hinten, ne? Nee. Und hier kannst du auch nicht mehr drehen, weil du den Gummis nicht. Richtig, ja. Also bleibt genau nur so. Diese Position nur. 13er wäre, ne? Der größer, egal. Das ist, glaube ich, größer, korrekt. 15. Ich hätte ja noch zugelernt, die haben bei der Schere jetzt eigentlich mal größere Mutter, dass die nicht so schnell abreißen. Können wir immer in der Hand die Schellen 13er Mutter, die sind immer abgerissen, ne? Aus dem Hammer. So teste ich das jetzt. Von den Schellen hier sowieso nichts. Ja, aber du kriegst den Zugang, wenn ich drin nur die Scheiße und nicht die Bandschellen. Hör mal, ich kann mal meine Randzellen, damit ihr mal den Unterschied seht. Ja. Das sind die, die wir verwenden, diese Bügelschellen. Wobei das noch die einfachen mit der 13. Mit den 13 und das sind so Bandschellen. Vorteil der Bandschellen ist, man kriegt es wieder gelöst, weil das Rohr wird nicht gequetscht, nicht wirklich. Nachteil ist, es kann sein, da man das ja nur zusammendrückt, dass sich bei starken Bewegungen sich da rausdreht wieder. Da kann man aber auch, sind wir ehrlich, einen leichten Schweißpunkt an der Verbindung setzen, dass es sich nicht verdrehen kann, der leicht aufzuflexen ist. Aber neuerweise würde ich eher die verwenden. Bis jetzt hat es bei mir auch gehalten, anstatt diese Quetschdinge. Aber bei so einem Auto, wo man weiß, du baust den Auspuff eh nie mehr ab, kann man auch die zur Not verwenden. Dass der eh wieder nur runterkommt, wenn abfällt. Aber vor allem bei Sportauspuffanlagen und so oder Edelstahlanlagen. Ja, ich, die würde ich mir nicht ruinieren mit so Schellen. Nicht mit so Quetschschellen kaputt machen. Weil der Bügel drückt sich in beide Rohre jetzt rein. Hier verformt sich nicht viel, wo die Spange sitzt, aber der U-Bügel, der drückt sich rein. So. Der formt quasi eine Sicke. Ja. Und wenn man das dann mal doch mal auseinandernehmen muss, dann ist man im Ast. Deswegen machen wir, Mitte- und Endschalldämpfer immer gleichzeitig zusammen, weil du dann nicht die Scheiße hast, mit Versuchen den Endschalldämpfer runter zu prügeln. Und meistens beide durchgegammelt. Kannst du mal eben Haltung haben? Ja, vielleicht.
Ich denke mal, Flats drauf vielleicht, dass man die äußere Umrandung, die defekt ist. Solange das noch nicht innen kaputt ist. Ansonsten kriegt man das ja ersetzt. Ja, muss ja sowieso einschweißen dann. Ja. Weil die Lambda-Sondenbohrung erhalten bleiben soll. Genau. Dann ja. Kann man es schön wieder trennen hier. Genau. Ja, das war jetzt Auspuffwetzel. Marie, wir machen den jetzt noch von unten sauber. Ja. Geht ruckzuck. Wir haben jetzt eine halbe Stunde gebraucht. Wenn das Rohr gerade gewesen wäre, hätten wir das noch schneller geschafft. Ja. Geht eigentlich mit Bühne natürlich schneller, selbst wenn man keine Bühne hat. Vor allem mit den Rohrschneider hat man ja keine Funken oder so. Kriegt man halt auf Böcken auch super schnell hin. Rohrschneider ist absolut empfehlenswert, weil ich brauche wohl zum Drehen ein bisschen, aber nicht unbedingt in der Höhe. Das heißt, genau. Geht auch wunderbar unterm Auto und man haut sich nicht die Funken in die Klamotten oder in die Augenschutzbrille, wenn sowieso. Ja, oder Auto brennt ab. Richtig. Oder die Werkstatt. Cool. Ja, das war dieses Video. Dann mal kurz und knapp. Auspuffanlage, Öldruckschalten, Mariva. Wir sehen uns in einem weiteren Video noch. Extra wegen der Antriebswelle. Ja. Und Bremsleitung entrosten. Bis neulich. Tschüss. Tschüss.